Hallo Leute, letztes Mal haben wir festgestellt, dass wir zu wenig Eisenerz haben. Drum sehen wir daran, die Eisenbahnlinie auf diese Seite zu verlängern, wo wir hier ein Erzfeld haben und da oben ein weiteres. Und ich musste mal ein paar mehr Gleise besorgen, so dass wir auf dieser Seite die Linie fertig bekommen. Hoffe, wir haben genügend Raum, damit wir da die Kurve von der Hauptlinie schaffen. Ist der Bahnhof, das ist die Linie. Rein. Ah, perfekt, wie das klappt. Hier fahren wir wieder raus. Hier brauchen wir wahrscheinlich so ein Signal. Und dann wahrscheinlich zu wenig Holzkisten. So, dann hier unten. Rasch die Förderer platzieren. Nicht. Noch eine Reihe. Sehr schön. Förderbänder, die gehen hier nach hinten. Wir haben hier drei Linien und wir brauchen aber hier die rausgehen, das heißt, wir brauchen hier sowas. Die letzte. So, das war's. Dann brauchen wir hier nur noch Strom fürs Ganze.
Und wir bekommen hier nun auch etwas Eisenerz. Heißt, irgendeiner von den Zügen sollte dann auch diesen Bahnhof hier anfahren. Was ich noch sicherstellen muss, ist, dass unterwegs auch die ganzen Signale gesetzt sind. Und ich glaube, bei der Abzweigung, da fehlt uns auch noch was. Wir sicherstellen können, dass Züge zügig und richtig durchfahren. Ja, hier fehlen überall noch die Signale. Solches. Solches. Das war zu nah an der Zuglinie. Ich habe sogar noch einen Schritt auf die Seite genommen. Aber war vielleicht die falsche Seite? Glücklicherweise ist es ja nicht weit. Auf dieser Seite runter über beide Gleise, dann am Gleis entlang, bis wir zu unserer Leiche kommen. Gut, und wir sind wieder ausgerüstet. Einfach für den Notfall. So. Jetzt mal einfach hier in den Zug rein. Der müsste dann ja wahrscheinlich Der andere Eisenerzzug ist auch schon wieder zurück. Das heißt nicht unbedingt, dass dieser hier nach links zu unserem neuen Feld fährt. Was wir vielleicht brauchen, schnellere Ausladung. Passt hier in die Kisten rein.
sehen wir zumindest volle Bänder hier an Erz. Das Band hier rauskommt, das ist noch nicht. Lass ich mich wieder mal auffüllen. Materialien, die wir verbaut haben. Zwei weitere Produktivitätsmodule reinpacken. Auch schon mehr Output gesehen. Praktisch nur hier vorne noch Kunststoff, weil wir hier hinten zu wenig Flüssiggas haben. Weil die einfach zu langsam sind. Irgendwann geht uns dann wahrscheinlich das Rohöl zur Neige. Brauchen wir eine weitere Ölquelle. Okay. Hier sind wir offenbar nun vollgelaufen. Das heißt, dass hier werden wir kaum noch was verbrauchen. Aber hier oben, gelben, das wird noch ein bisschen Zeit benötigen. Hier fehlt es uns an Grünen. Da wird alles hier schon abgesagt. Kann so natürlich nicht funktionieren. Wenn wir mit zwei gelben Bändern reinkommen, können wir das alles auf ein rotes packen. Und da bleibt dann hinten nichts mehr übrig. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach nochmals eine. Ja, der steht halt außerhalb. Wir brauchen einfach hier ein bisschen mehr Geschwindigkeitsmodule. Und dann denke ich, können wir auch das Ganze ja, nochmals daneben setzen. Hier oben haben wir ja noch eine Linie, wo wir Eisen raufpacken können.
Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe es zweimal reinkopiert. 2, 3. Ein Ofen zu wenig und etwas blaue Untergrundbänder. Blauen Untergrundbändern haben wir genügend. Habe hier vergessen, Kiste zu begrenzen. Und von den Lichtbogenöfen, da sollten wir da oben ein paar Anliegen haben. Ah, nein, weil wir keinen Stein anbieten. Einfach ist das. Fehlt es hier uns an Lichtbogenöfen. Ich habe ja noch 12 in der Tasche. Das sollte ja in dem Fall nicht daran liegen. Das ist angeschlossen und dann müssen wir hier von unten mit Rot rein. Dann komme ich auch mit Rot raus. Und nicht mit Blau. Gut, das war die Artillerie. Machen wir hier noch die Munition. Nicht, dass wir die momentan benötigen, denn wir haben ja rundherum eine Mauer, die mit Lasertürmen gesichert ist. Und bisher scheint das gut zu funktionieren. Gut, das sollte nun etwas mehr Eisen produzieren. Ich muss das Ganze wahrscheinlich ein bisschen auffüllen. Was ich natürlich auch machen kann, ist die schnelleren Bienen ran. Das sollte auch helfen, dass mehr produziert wird.
Wahrscheinlich müssen wir einfach dieses gelbe Band hier auf Rot updaten. Damit dann auch was ankommt. Ein Stack davon genügt. Ne, da sieht es definitiv nach Mangelware aus. Aber wir werden schauen, was wir diesbezüglich machen können in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss!